Nicht den Kopf hängen lassen, da bin ich doch schon. Mit einer neuen Folge SpongeBob, Battle for Bikini Bottom und einer neuen Welt, Rock Bottom. Willkommen in den dunklen Tiefen von Rock Bottom, die Heimat von seltsamen Kreaturen und Souvenir-T-Shirts. Kauft lieber meinen Merch. Also. Oh, SpongeBob, ich bin ja so froh, dass du hier bist, ob du es glaubst oder nicht. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Die Roboter haben unbezahlbare Kunstwerke aus dem Museum gestohlen. Wenn du sie mir alle zurückbringen kannst, bekommst du als Belohnung einen goldenen Pfannenwender. Was wollen sie mit den Kunstwerken? Stell lieber keine Fragen, mit deren Antworten du nicht klarkommst. Betrachten Sie die Kunstwerke als gerettet, Mrs. Puff. Hat die eine sich da gerade ernsthaft in die Hose gemacht vor Angst? Wie geil. Das ist ein Schlafenszeitroboter. SpongeBob muss in seiner Nähe ganz leise schleichen, sonst wacht er auf. Zum Schleichen musst du vorsichtig L neigen oder LT drücken. Ja, ich weiß. Und ich glaube, ich kann mich auch noch sehr gut an diese Welt erinnern, weil das war die Welt, an der ich das Spiel abgebrochen habe, als ich jünger war. Ich fand die so negativ, so dunkel und auch so furchtbar konzipiert. Ich kam gar nicht drauf klar, hat mir null gefallen. Hä? Was war denn das jetzt gerade vor der Animation? Warum kam da der Bus? Habt ihr das verstanden? Ich wollte mir einfach nur ein Candy aus dem Automat holen, aber es hat irgendwie... Doch, was hat damit zu tun? Aber ich verstehe es nicht ganz. Also ich weiß noch, Rock Bottom war auch mal Thema in der Serie. Also hier leben halt die wirklich seltsamen Gestalten, wie man auch schon sehen kann. Die wirklich tief lebenden Meeresbewohner und fast schon... Außerirdische. Aber ich kann mich kaum mehr erinnern, was da in der Serie mit abging. Ich weiß nur, dass ich die Welt halt echt nicht geil fand. Mal schauen. Vielleicht war ich damals einfach zu doof und jetzt werde ich besser sein. Diese Plattformen brechen zusammen, es sei denn, SpongeBob schleicht sich ganz vorsichtig darüber. Ah, okay, hier muss generell sehr viel geschleicht werden, offenbar. Und ich glaube, Sandy gibt es in dieser Welt. Das macht das Ganze eigentlich schon deutlich erträglicher, wenn ihr mich fragt. So, und das ist die Toilette. Ich finde es auch witzig, dass hier quasi, naja, nicht ganz ersichtlich ist, für wen das ist, ne? Für Fragezeichen und für umgedrehtes Fragezeichen. Okay. Seltsame Geschlechter, die wir hier unten haben. Aber gut. So. Dann schleichen wir mal hier rüber. Obwohl, habe ich jetzt das gute Timing erwischt? Eher nicht, ne? Genau meine Größe. Ach so, wenn ich drauf schleiche, dann fallen sie gar nicht runter, oder wie? Müsste man mal austesten. Aber kann so, kann gut sein, ja. Ich muss sagen, Kumpelblase, für eine Blase kommst du ganz schön herum. SpongeBob, die Roboter plündern das Museum von Rock Bottom. Aber sie haben die Straße dorthin zerstört. Du musst geschickt sein und dir einen anderen Weg suchen. Ich könnte diese ganzen Briefmarken anlecken und mich hinschicken. Könnte funktionieren, aber anschleichen geht vielleicht schneller. Meinst du? Eigentlich ist man ja nicht so schnell unterwegs, wenn man schleicht. Aber ich werde deinen Rat beherzigen. Ich glaube, man kann auch da hoch auf diese ganzen Felsen. Aber offensichtlich sollen wir als erstes ins Museum. Na schön. Erste Warp-Kiste. Oh, und da ist die ganze Innenstadt. Ja, irgendwie ist es schon cool. Bis jetzt. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Aber ich glaube, es geht dann noch so runter in so Schluchten und alles. Rutschbahn scheint es auch zu geben da unten.
Könnte ich theoretisch schon draufspringen, aber weiß ich nicht, ob das so klug wäre. Ach, und ich komme ja noch gar nicht zum Museum, oder? Warte mal. Ah, das ist für Sandy. Ah, okay. Mhm. Also SpongeBob hat die Aufgabe, die Kunstgemälde zu suchen und Sandy kümmert sich dann um das Innere des Museums. Ich verstehe. Wie tief geht das da bitte runter? Das könnte so die weitläufigste Welt sein. Schenke öffnen ist klasse. Vielleicht auch die abwechslungsreichste? Wir schauen mal. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Was ist denn hier hinten zum Beispiel? Es gibt auf jeden Fall eine Menge zu entdecken, das gefällt mir. Aber die Schleicherei, weiß ich nicht, wie ich dazu stehen soll. Okay, wir können offenbar auch mehrere Sandy-Abkürzungen erschaffen, sage ich jetzt einfach mal. Zumindest kommt es so rüber, als sollen das Shortcuts sein. Damit Sandy dann mit ihrem Lasso schneller durch die ganze Welt kommt. Oh, und wo habe ich jetzt hier dieses Gitter vorbeigeschoben? Das war irgendwo auf einer Rutschbahn, meine ich. Da unten ist, by the way, eine Socke. Ah, hier, oder? Nee, da ist es noch zu, aber es könnte hier auf dieser Ebene gewesen sein. Ich glaube, ich springe jetzt trotzdem einfach erstmal runter, um mir diese Socke zu holen, weil dann haben wir schon mal was Zählbares. Ich glaube, das soll sogar so gemacht werden. Zumindest sehe ich auch keine andere Möglichkeit, hier raufzukommen. Ja. Allerdings auch keine Möglichkeit, sich von dort zu retten. Irgendwie strange. Naja, die Socke behalten wir, ja. Aber ich denke, wenn wir schon mal da sind, sollten wir auch gleich ganz runter, oder? Ja, komm. Ich jump mal da drauf und dann Zeit für eine kleine Schleicherei. Erneut in die Schlucht. Ach, komm schon. Es ist dein Geburtstag. Ich mag keine Geburtstage. Daran ändert sich nichts. Ja, gut. Dann bleiben wir vielleicht doch lieber hier oben, weil ich habe keine Ahnung, wie die Struktur der Welt da unten ist. Ob das jetzt wirklich richtig war, die Socke so zu holen. Mir ist es recht. Ich habe sie. Das ist das Wichtigste. So, dann haben wir hier jetzt noch etwas für Sandy. Aber ich brauche auch erstmal hier irgendwo eine Bushaltestelle, um zu wechseln. Merke aber auch gerade, der Weg endet hier. Oh, Moment. Aber bei doch. Also soll ich jetzt wirklich runterspringen? Gibt es keine andere Option? Irgendwie zeigt der Pfeil ja auch da runter, ne? Nee, Quatsch. Tut er nicht. Aber der Weg führt da runter. Also gut, ein letztes Mal. So. Ohne auf die Rutsche zu springen. Dann klappt's auch. Was ist das da für eine Plattform? Der stirbt doch! Warum stirbt er denn nicht? Ach so, damit kommt man wieder nach oben. Schleichen! Ich hab den Typ jetzt nicht gesehen. Also mein Anfangshype ist vorüber. Ich merke, die Welt triggert mich genauso sehr wie damals. Trotzdem, ich bleibe positiv gestimmt. Allein der Optik wegen gefällt es mir jetzt deutlich besser als früher. Weil ich weiß noch, dass, naja, die schwache Grafik des Spiels auf dem GameCube sich hier halt schon ein bisschen bemerkbar gemacht hat. Sah alles viel zu dunkel und leicht verwaschen aus mit der niedrigen Auflösung. Das hat jetzt hier im Remake deutlich mehr Atmosphäre. Wir werden schon klarkommen. Oder? Weil hier endet der Weg jetzt schon wieder. Sag mal. Es geht. Ach, offensichtlich sollte man per Rutsche hier runterkommen. Oh. Huch. Dann
Hab ich mir die Socke wohl doch ercheatet, ja? Eieiei. Entschuldigung. Das war natürlich nicht gewollt. Wobei, doch. Aber ich meine, ich löse die Aufgaben halt sehr gerne eigentlich schon so, wie sie gelöst werden sollen. Und warum ist die Plattform jetzt weg? Ich kann doch nicht... Ah, okay, sie kommt zurück. Ich dachte schon, die ist jetzt weg, nur weil der Gegner die benutzt hat. Aber ich glaube, die wechselt häufiger mal die Position. Mal fährt sie runter, mal fährt sie hoch. Komme ich so vielleicht sogar auf die Rutschbahn? Nein. Ja, das ist schade. Denn dann ist das Thema hiermit erledigt und ich muss erstmal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich brauche eine Bushaltestelle. Wir haben zwar schon einen Bus gesehen, aber eben noch keine Bushaltestelle. Oder bin ich blind? Das möchte ich natürlich nicht ausschließen an der Stelle. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Vielleicht gehen wir mal hier rauf. Wie wär's denn damit? Aha. Nächstes Gitter beseitigt. Ich bin rolltastisch. Auf Zeit. Jetzt aber schnell. Wobei, da war gerade ein Gemälde. Habt ihr es gesehen? Naja, können wir vielleicht später noch holen. Oh, es geht noch weiter. 7 Sekunden nur. Ja, genau. Warum springt er denn? What the f... Wie willst du dem denn ausweichen? 999, was? 999, 1000. Bereit oder nicht, ich komme. Also das kam ja gerade mal hyper-random von oben runter geschossen. Kann ja noch heiter werden, Leute. Aber das schaffst du doch auch niemals in 7 Sekunden. Und da ging es da jetzt nur um diesen schmalen Grat. Ich glaube, ich brauche hier den Ball gar nicht mehr. Vor allem, wieso wird hier mit Tresoren geschossen? Ja, tatsächlich. Es ging nur um den anfangs schmalen Grat. Den musst du als Ball nach 7 Sekunden passiert haben. Ja, okay. Wer hat hier seine Bürsten liegen lassen? Wenigstens sind die noch sauber. Da haben wir die Kanone. Alright. Ihr seht, ich habe auch wieder ein bisschen gefarmt. Ich wollte nicht mit 1000 glänzenden Objekten in die neue Welt gehen, weil du brauchst ja auch immer mal welche, um die Welt zu erweitern. Oh, und da ist eine Bushaltestelle. Alles klar, dann machen wir jetzt unseren Wechsel zu Sandy. SpongeBob hatte durchaus einiges an Pech. Aber es wird halt auch nicht einfacher. Dennoch, ich finde die Welt cooler als früher. Es hat was. Und auch die Musik, diese düstere Musik, die auch so ein bisschen furchteinflößend sein soll. Gefällt mir echt gut. Aus dem Weg. Alle von euch. Jetzt hier rüber? Oder habe ich wieder irgendwo einen Schalter verpasst? Weil das schafft sie doch nicht darüber. Aber hier vielleicht. Ah, da ist auch ein Schalter. Ich weiß nur nicht, ob es so klug ist, da jetzt runterzuspringen. Hier drüben haben wir noch eine Socke. Die könnte ich mir theoretisch holen. Von hier oben nämlich. Ich glaube, ich schaffe es dann auch wieder zurück. Dann haben wir hier ein Gemälde. Ja, aber guck mal erstmal, wohin bringt mich das denn? Aber schön. Ja, quasi überall. Okay. Ja, dann holen wir uns mal die Socke. Tja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. So kommen wir auch hier rüber. Nicht so gut wie Texas Barbecue-Soße. Ein bisschen weniger. Und ich glaube. Irgendwie. Dass wir zum Museum fliegen sollen.
Das müssten wir schaffen können. Bevor wir das tun, möchte ich aber alles eingesammelt. Da vorne ist noch ein goldener Pfannenwender, sehe ich gerade. Komme ich irgendwie auf diese Raumbasis darauf? Ich glaube, von hier aus rüberfliegen, das funktioniert nicht. Nach einer Zeit lassen ja auch Sandys Kräfte nach. Oh, aber da ist noch so ein Trampolin. Kann mir aber fast nicht vorstellen, dass man den so einfach bekommt. Nee. Tschüss! Ja! Nee. Irgendwie hätte ich trotzdem Lust, das zu probieren. Wir könnten ja zum Beispiel vorher hier landen. Ey, das ist vielleicht wirklich möglich, lol. Das ist der Anfangsbereich der Welt. Hinten ist noch eine Kiste. Geronimo! Wir probieren es einfach mal! Lol! Soll das so gemacht werden? Nee, oder? Huch. Habe ich da ein bisschen getrickst jetzt? Ja, aber come on, also. Wenn man das so durchblickt, dann darf es auch erlaubt sein. Hinten ist Mr. Krabs. Aber ich sehe gerade, das ist mit dieser Rutsche da verbunden. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Weg, der da mit diesem Berg hier verflochten ist. Aber nein, der ist tatsächlich hier quasi im Nirgendwo. Oder könnte das sogar wirklich so legit gewesen sein, dass man den echt so holen soll? Ach, krass. Ja, jetzt wäre es noch schön, wenn ich da wieder hochkomme. Yes! Ey, mega. Das feiere ich gerade. So, da hinten irgendwo war ja noch ein Schalter. Ich glaube, den kann aber nur SpongeBob... Ach so, das war der mit dem schmalen Grat. Ja gut, dann juckt mich das nicht. Okay, Leute. Jetzt kriegen wir doch so langsam die Sache hier in den Griff. Schön. Ich glaube, dann können wir auch mal einen Blick ins Museum reinwerfen. Let's go! Schwupps! Wäre theoretisch auch nochmal die Möglichkeit zu wechseln. Also es muss doch nicht unbedingt Sandy machen. Aber wenn? Dann sollten wir die Chance nutzen, sie zu spielen, oder? Die war ja jetzt zuletzt auch etwas außen vor. Sie darf gerne länger ran. Hallöchen, Blaubarschbube. Uiuiui. Warn mich bitte, wenn dieser Schwammjunge wieder zurückkommt, okay? Mach ich. Kann ich verstehen, dass du auf den keinen Bock hast. Und Alter, was ist das für ein Museum? Voll die Luigi's Mansion 3 Vibes. Dieser Moment, wenn ein Museum besser geschützt ist als dein Bankkonto. Heftig. Oh, und was für schöne Bilder. Thaddäus als Papa? Willst du mich verarschen? Und das ist... Naja, ich lasse das mal lieber unkommentiert. Das Bild da unten ist auch cute. Ist von irgendeinem Kind gemacht worden sein. Vielleicht ist es auch von SpongeBob. Aber hey, was lache ich? Ich kann auch nicht besser zeichnen. Also Real Talk. Oh, jetzt können wir uns hier die Exponate mal näher ansehen. Cool. Cowboyhut. Irgendeine Schriftrolle. Ein Stiefel. Eine Gummiente. Oh, das ist noch eine Socke. Auf entspannt. Okay. Muss ich wirklich Patrick Socken mitnehmen? Noch ein Cowboyhut. Und das ist irgendwie leer. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Sandy kann ja nicht schleichen. Je glänzender, desto besser. Oder kann sie? Nein, kann sie nicht. Ja gut, wir können natürlich auch einfach hier drüber schweben. Aber ich denke, das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Also man hätte doch mit SpongeBob hier reinkommen sollen. Gucken wir mal, wie lange wir zurechtkommen oder ob es dann irgendwann ein Problem gibt. Beam-Alarm da oben. Oh, und der Delfin.
dem Patrick Krabbenburger zuwirft. Die Delfine fand ich immer cute. Also ich bin eh ein Freund von Delfinen. Was ist das? Soll das ein Hai darstellen? Das ist irgendwie eine Mischung aus Wal, Delfin und Hai. Da ist ja schon wieder ein goldener... Achso, oh. Wie ich einfach dumm, wie ich bin, in diesen Laser reinspringe. Aber ich hab den nicht gesehen. Entschuldigung. Glaube aber, wenn wir auch hier alle Schalter aktivieren. Genau, dann verschwindet der Laser. Genauso wie im Vorraum. Und wir können... Ganz easy. Ah, die sind goldenen Pfannen, wenn da rankommen. Ja. Und damit war Sandy nicht unerfolgreich. Wuhu. Drei goldene Pfannenwände in dieser Folge. Okay, schon besser. Das ist schön. Und vielleicht geht noch mehr. Denn offensichtlich ist das Ganze noch nicht vorbei. Aber wir sollen es halt eindeutig mit SpongeBob machen. Sind das Wachsfiguren? Ja, muss ja, oder? Weil die echten sind ja kaum da in den Schaufenstern. Aber kommt schon, Leute. Also SpongeBob ist der Hauptchar. Den sehen wir zu 90%. Ich habe Sandy vermisst. Wir machen das jetzt mit Sandy. Ui. Außergewöhnliche Kunst. Da geht's noch weiter rauf. Bruder, wie geil ist dieses Bild? Allein dafür hat es sich schon gelohnt, hier reinzugehen. Danke. Ich mag deine Soße nicht. Kannst du behalten. Wow, Thaddeus, ich könnte dich für Thumbnails engagieren. Du bist gut. Der gepflegte Spongy. Naja, wobei. Möchte gern edel gepflegt. Achso. Einfach hier entlang. Warum bewegen die sich in diesen Schaufenstern? Dann sind es ja doch keine Wachspuppen, sondern. Nimm das! Idee. Cyborgs? Aufzufassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Echt ein bisschen gruselig, du. Aber passt ja zur Welt. Auch ein episches Bild dort vorne mit dem fliegenden Holländer. Und einem goldenen Pfannenwender. Oh, Sockenalarm. Holen wir sie uns. Ah, die bekommt man aber auch wirklich nur mit Sandy, oder? Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Weil wie soll SpongeBob hier hochkommen? War's das jetzt eigentlich? Bin ich durch? Ach nee, da drüben. Da ist noch was. Ja, also, hier brauchst du doch auf jeden Fall Sandy. Hätte man dann... Also ich glaube, vom Spiel war gewollt, dass du den ersten goldenen Pfannenwender mit SpongeBob holst. Und dann zu Sandy wechselst. Aber man kann es ja auch gleich mit Sandy machen. Okay, schon besser. So wie wir. Und echt ein schönes Museum. Also ich liebe die Gestaltung hier und die ganzen Details. Einige Bilder sind ja auch aus der Serie. Oder vielleicht sogar alle. Ich kenne nur nicht alle. Hier dieser weirde Thaddeus da drüben. Der ist auch ganz bekannt als Meme. Hier haben wir noch ein Bild. Ein verlorenes. Aber hieß es nicht, die wurden aus dem Museum gestohlen. Und jetzt kann ich hier eins finden. Das macht irgendwie wenig Sinn. Das auch nicht. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Wow, noch eine Socke. Hä? Wo kommen die denn her? Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Warte mal, ich möchte mal kurz gucken. Geht es da dann in einen neuen Bereich? Ja. Graben der fortgeschrittenen Dunkelheit. Wow, also einen noch creepigeren Namen hätten sie es nicht nehmen können. Ich glaube, wir sollten uns aber um die Roboter kümmern.
Die Frage ist nur, wie wir das tun. Also indem wir runterfallen, schon mal nicht. Es ist halt auch doof, dass du die Haken nicht richtig siehst, weil die so hoch liegen. Ja, ich soll sie safe besiegen. Weil es hieß ja auch, dass die, das Museum terrorisieren. Das macht schon Sinn. Oh mein Gott. Ja, das ist ja... Das ist ja sehr aufwendig. Und jedes Mal den Aufweg suchen. Wobei man könnte es vielleicht auch ein bisschen geschickter anstellen. Während dem Schwingen einfach nochmal das Lasso zücken. Du bleibst ja währenddessen in der Luft. Und dann nochmal an den Haken schwingen. Es müsste eigentlich machbar sein. Aber wie gesagt, das, was mich am meisten stört, ist, dass du die nicht wirklich siehst. Schwirre ab, du lästiges Ding. Okay, man kann sie doch nicht mit dem Lasso treffen. Und es bringt nichts, sie zu besiegen? Was? Ernsthaft? Es bringt gar nichts? Warum zum Teufel wurden die dann eingeblendet, als ich das Ende des Bereichs erreicht habe? Oh man, also ein bisschen tilty bin ich schon in dieser Welt. Aber es macht trotzdem Spaß und ist auch cooler, als ich es in Erinnerung hatte. Wenngleich diese Haken hier unglaublich unnötig sind. Wenn ich was übersehe, dann schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich glaube, hier ist ansonsten nichts mehr. Heißt, es geht dann das nächste Mal bei der fortgeschrittenen Dunkelheit weiter. Wir waren ja trotzdem sehr erfolgreich. Jede Menge Socken und auch 3 goldene Pfannenwender. Da kann man sich eher nicht beschweren. Danke fürs Zusehen, Like und Kommentieren und bis zum nächsten Mal.